Es gibt in der Koscher-Sprache gewisse Rülpslaute, von denen du gar nicht weißt, dass es sie gibt. Weil, wenn du bestimmte Wörter nicht richtig aussprichst, klingt das wirklich so für die Koreaner, als würdest du sie anrülpsen. Und zwar handelt es sich dabei um die Bindewörter oder Konnektoren. Da gibt es ja einige davon. 그리고, 그래서, 그렇지만, 그러나und viele mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das nachmachen kann. Es gibt einige Menschen, die sagen statt 그렇지만, 그렇지만. Oder für 그리고 sagen sie 그리고. Das klingt wirklich wie ein Rülpser. Das ist ein paar Mal in meinen Kursen vorgekommen, dass jemand das so schnell mit so einem R ausgesprochen hat, wo ich mir dachte, wuh, was war das jetzt? War das jetzt ein Rülpser oder ein Wort? Da ist ganz, ganz wichtig, dass du wirklich der ersten Silbe dieses diesen Ekellaut deutlich betont aussprichst. Und sogar Koreaner in ihrer Muttersprachgeschwindigkeit sprechen diesen Laut aus, dass man es irgendwo doch hat. Also 그리고, 그렇지만, 그러나, 그래서.